Wir hören die Schriftlesung aus Römer 3, die Verse 21 bis 28. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Dank sei dir Gott für das Wort des Lebens. Amen. Wir hören nun ein Instrumentalstück. Währenddessen sammeln wir die Kollekte ein und singen. Wenn das zu Ende ist, dieses Vorspiel, auf singen wir gemeinsam. Ein feste Burg ist unsere. Thank you.
geben, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Jubelkonfirmanden, liebe Gemeinde, unser Bibelwort stammt aus Psalm 46, eben jenem Psalm, den wir vorhin im Wechsel miteinander gebetet haben. Dieser Psalm ist ein Lied und es zeugt von einem unerschütterlichen Gottvertrauen. In Vers 2, ganz zu Anfang, das ist auch unser heutiges Leitwort, da heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Herr unser Gott, wir bitten dich um deinen Geist, damit wir dein Wort recht verstehen und in guter Weise in unsere Welt tragen. Amen. Vers 1, da stehen die sogenannten Regieanweisungen. Und von dort erfahren wir, dass dieser Psalm von einer Gruppe von Musikern vorgetragen wurde. Ähnlich wie es heute passiert bei vielen Gottesdiensten, bei den neueren mit einer Lobpreisband, bei den traditionellen wie heute mit dem Kirchenchor, so gab es auch damals schon im Tempel Menschen, die für den Gesang gesorgt haben, die dabei waren. Und damals wie heute ist es üblich und war es üblich, dass da unterschiedliche Gruppen mitwirken. Die Kinder oder Söhne Korach, das bezeichnet eine levitische Tempelsängergilde. Die theologische Forschung geht heute überwiegend davon aus, dass es sich dabei um die Nachfahren jenes Korachs handelt, der damals der Anführer jenes Aufstands war gegen Mose und Aaron während der Zeit der Wüstenwanderung, wie wir das im 4. Buch Mose nachlesen können. Es handelt sich also um Musiker und sie singen ihr Lied in der Wir-Form. Übrigens anders als bei David, der viele seiner Psalmen im Du formuliert. Du bist der gute Hirte, zum Beispiel. Sie formulieren im Wir. Und sie meinen damit zum einen natürlich sich selbst, aber auch das Volk und die Gemeinde als Ganzes. Und wir merken recht schnell, auch in diesem Psalm, da ist nicht in erster Linie der Einzelne gemeint, sondern das ganze Volk, die Gemeinde, das Volk Israel. Und wir merken beim Lesen, diese Sänger, sie beschreiben eine große Bedrohungssituation für die Stadt Jerusalem. Wir wissen nicht so genau, um welche Bedrohungssituation es sich handelt, ob es der Assyrerkönig Sanherib war, der 701 vor Christus die Stadt belagerte mit der Streitmacht seiner Großmacht und dann recht überraschend weiterzog, oder ob es sich dabei um ostjordanische Mächte handelt, die König Josaphat sehr überraschend und schnell besiegen konnte. Wir wissen es nicht, es bleibt offen. Wenn wir heute Nachrichtenkanal auf dem Smartphone oder im Radio, im Fernsehen uns anschauen, dann merken wir, wie schnell sich da doch die Nachrichten, vor allem die schlechten Nachrichten, überschlagen. Seit über einem Jahr die Nachricht von der Kriegssituation in der Ukraine. Vor einigen Wochen und mit nachfolgenden Auswirkungen bis heute jenes Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die ganze Kriegsbedrohung an den so vielen Stellen, nicht zuletzt jetzt, wo wir gehört haben, dass Nordkorea gerade mobil macht, eine Energiekrise, Inflation und nicht erst seit Greta Thunberg auch schlechte Aussichten für unsere Umwelt. Damals wie heute war und ist
Die Lage auf den ersten Blick zunächst einmal recht aussichtslos. Für Jerusalem und auch für die Sänger der Kinder Korachs besteht im ersten Moment so überhaupt gar keine Hoffnung. Wenn sie wissen, das, was da vor unseren Toren steht, dieser Macht sind wir hoffnungslos unterlegen. Alle politischen Schachzüge, alle Überlegungen, alle Verhandlungen sind bereits ausgereizt, nichts mehr drin. Doch es bleibt noch eines, nämlich hoffen und beten. Und genau das geschieht auch hier. Und das Besondere dieses Psalms ist, dass er nicht bei der Klage einsetzt, wie so viele Psalmen, sondern er beginnt mit einem Bekenntnis, mit dem Lob Gottes. Und wir merken dann, wie Gott handelt, denn Gott beschützt sein Volk, Gott selbst sorgt für die Rettung, er sorgt für die Bewahrung seines Volkes. Ganz zu Anfang heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Ja, liebe Gemeinde, dieses Bekenntnis gilt nicht erst im Augenblick der allergrößten Not, sondern Gott ist für seine Gemeinde, ja, er ist für jeden Einzelnen ein Zufluchtsort und damit wie eine feste Burg, so wie wir das gerade eben in jenem Lied von Martin Luther miteinander gesungen haben. Durch den Blick zurück auf das zahlreiche Eingreifen Gottes in der Geschichte mit seinem Volk bekennen die Beter dieses Psalms Gottes Hilfe, Gottes Kraft und Gottes Schutz hat uns doch über all die Jahre immer wieder bewahrt. Er hat sich uns bewährt und darum fürchten wir uns nicht. Die ganze Welt um uns herum mag wanken, die Berge scheinen sogar ins Meer zu sinken. Aber wir wissen's, Gott ist uns, mir und dir, nahe. Und sie wissen, Zion, jener Ort, an dem der Tempel in Jerusalem stand, ist für uns ein sicherer Ort. Und heute wissen wir, dass Israel und die ganze Region drumherum über die Jahrtausende hinweg immer wieder Erdbeben erlebt hat. Doch meistens blieb Jerusalem und damit auch der Zionsberg vor größeren Erdbeben verschont. Das letzte größere Erdbeben, von dem wir wissen, war das sogenannte Jericho-Erdbeben am 11. Juli 1927, liegt also schon knapp 100 Jahre zurück. Und deshalb, dort auf dem Zion, dort bei der Wohnung Gottes im Tempel, da kann man sich aus gutem Grund sicher wissen. Gott ist für uns eine starke Zuflucht. In höchster Not steht er uns bei, darum fürchten wir uns nicht, wenn die Fundamente der Erde wanken und die Berge mitten im Meer wanken. Sollen die Wellen doch toben und schäumen und die Berge vor seiner Majestät beben. Liebe Jubelkonfirmandinnen, liebe Jubelkonfirmanden, liebe Gemeinde, gemeinsam schauen wir heute zurück auf unser bisheriges Leben, schauen zurück auf das, was wir in dieser Zeit so alles erlebt haben und worin wir auch möglicherweise Gottes Eingreifen ganz persönlich erkennen konnten. Ich gehe fest davon aus, dass wir alle schon auf ganz unterschiedliche Weise Ängste und Sorgen, Nöte und Bedrohungen erlebt haben oder vielleicht sogar gerade jetzt mitten in so einer Situation stecken. Um die eigenen Kinder und Enkel. Wie entwickelt sich unser Miteinander, wie das Miteinander zwischen Jung und Alt? Was machen Sie mal aus Ihrem Leben? Welchen Beruf ergreifen Sie? Werden Sie eine Familie gründen können oder wollen? Welche Rolle nimmt bei Ihnen der Glaube und auch das Vertrauen in Gott ein? In der eigenen Ehe
oder Lebenspartnerschaft? Wie werden wir gerade auch miteinander alt? Welche Auswirkungen haben die Gesundheit, körperliche Beschwerden, finanzielle Engpässe, erlebte Verluste und Einschränkungen auf unser Leben, um unsere Gemeinde? Finden sich auch weiterhin Menschen, die sich einbringen, denen das Miteinander in unserer Kirchengemeinde am Herzen liegt, die sich einbringen in der Musik, im Chorgesang, in der Jugendarbeit, in der Arbeit mit Senioren, Menschen, die dazu auch in der Lage sind, ganz persönlich mit ihrer Art auf andere zuzugehen, diese einzuladen, sie zu begeistern, um letztlich auf den hinzuweisen, der uns trägt, der uns erhält, der uns erlöst hat und uns beisteht. Wie gehen wir als Kirchengemeinde mit den aktuellen Veränderungen um? Gerade auch angesichts der rückläufigen Mitgliederzahlen und auch der steigenden Kosten, der zunehmenden Entkirchlichung in Westeuropa und auch der allgemeinen Stimmungslage im Blick auf bewährte, altbewährte Institutionen. Liebe Gemeinde, ich nehme an, dass Sie sich in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden haben und dass Sie mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Anliegen noch hätten dazulegen können, um die Liste zu vervollständigen. Auch ohne, dass bei uns als Kirchengemeinde alles glatt laufen würde, so können wir doch immer wieder da und dort erkennen, wie Gott erkennbar am Werk war. In unserem Psalm heißt es: Frisches Wasser strömt durch die Kanäle zur Freude der Menschen in Gottes Stadt. Dort hat der Höchste seine heilige Wohnung. Die göttliche Gnade, sie ist wie ein strömender Fluss, fruchtbar, reich, nie versiegend. Und dieser Strom, er spendet den Gläubigen Erfrischung und auch Trost. Und die Bürger der Stadt Jerusalem freuen sich darüber, weil sie wissen, dass Gott in Zion all ihre Bedürfnisse erfüllt. Diese Ströme vertrocknen nicht, so wenig wie der Bach Kritz bei dem Propheten Elia. Diese Ströme, sie sind klar und kühl, frisch, gesund und reichlich. Und in Krisenzeiten, da fürchteten sich die Städte des Orients immer besonders darüber, ob auch die Wasserzufuhr erhalten bleibt. Und nur wenn sie ausreichend Wasser hatten, konnten die Städte auch lange Zeit hindurch lebensfähig und vor allem überlebensfähig bleiben. In diesem Vers wird das alte Jerusalem als Gemeinde Gottes dargestellt, als eine Stadt beschrieben, die mit Wasser ausreichend und reichlich versorgt wird. In Jerusalem, da war über all die Jahrhunderte Wasser immer reichlich vorhanden, durch den Kidronfluss und auch durch das Wasser im Teich Siloa. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Liebe Gemeinde, durch diesen Psalm lernen wir, dass es normal ist, mit Ängsten und auch mit Nöten zu leben. Und auch als Christen werden wir davor nicht verschont. Doch der große Unterschied besteht darin, dass wir in diesen großen Nöten, die uns getroffen haben, wie Martin Luther den Rest des Verses übersetzt hat, als Christen etwas entgegensetzen können, nämlich das Wissen und die Nähe um den dreieinigen Gott. Wie der Psalmbeter können auch wir bekennen: Gott ist der Grund, warum ich meinen Nöten und meinen Ängsten heute und morgen begegnen kann. Ich kann mich ihnen stellen, sie haben keine Macht mehr über mich, weil Gott meine
weil Gott unsere Zuversicht und Stärke ist. Man könnte auch sagen, Gott hat sich in unseren Nöten über all die Jahre erwiesen, bewährt, ist dadurch von uns, ist dadurch vom Volk Gottes erprobt worden. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, auch wenn die Welt voll Teufel wäre, wie wir das gerade eben mit den Worten Martin Luthers gesungen haben. Wer Gott auf seiner Seite hat, der hat keinen Grund zum Fürchten, eben weil Gott im Regimente sitzt, weil er bei uns ist. Wenn wir heute auf unser Leben zurückschauen, wo erkennen wir, dass Gott an uns, dass Gott an anderen um uns herum gehandelt hat? Liebe Jubelkonfirmandinnen, liebe Jubelkonfirmanden, liebe Gemeinde, wenn Ihnen jetzt gerade auf die Schnelle nichts eingefallen sein sollte, dann nehmen Sie sich bitte in den nächsten Tagen einmal ein wenig Zeit, um gerade über diesen Punkt, wo Gott in meinem Leben sichtbar wurde, nachzudenken. Der Herr segne dieses Wort an uns. Amen. Gemeinsam singen wir nun von dem nächsten Lied auf dem Liedblatt Du bist mein Zufluchtsort, und wir singen dieses Lied dreimal nacheinander durch. Jubelkonfirmation. 16 Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden haben sich aus den Jahren 2020 bis 2023 angemeldet. Damals, vor 50 bis 80 Jahren, haben sie bei ihrer Konfirmation mit uns allen, die da waren, den christlichen Glauben bekannt. Jenen Glauben, auf den sie getauft wurden. Und in der Zwischenzeit sind einige Jahre, Jahrzehnte vergangen. In diesen Jahren haben sie auf ganz unterschiedliche Weise Erfahrungen gesammelt. Zwischenmenschliche Erfahrungen auch mit der Gemeinde, mit der Kirchengemeinde und letztlich auch mit Gott. Und es ist schön, dass sie diesen Tag miteinander begehen können. Es ist natürlich an so einem Tag immer wieder auch ein Moment,
wo man auch an die denkt, die heute nicht da sind, weil sie heute verhindert sind aus gesundheitlichen Gründen. Ich weiß von einem, der jetzt ganz kurzfristig noch ins Krankenhaus kam. Auf der anderen Seite sind natürlich einige auch nicht mehr in der Nähe oder auch nicht mehr am Leben. Und auch das hat sich einiges in den Jahren geändert. So wollen wir an dieser Stelle uns einen Moment der Ruhe und der Stille nehmen, um an die Verstorbenen der Konfirmationsjahrgänge zu denken, die wir allesamt in Gottes Hand wissen. Liebe Jubelkonfirmandinnen, liebe Jubelkonfirmanden, damals, als Sie konfirmiert wurden, da war Katechismus dran. Was heißt beten? Beten heißt, mit unserem himmlischen Vater in Lob und Dank, Bitte und Fürbitte zu reden. Badischer Katechismus. Und da wurde dann bei einer Prüfung dann die Frage gestellt, so, jetzt sag uns mal den 23. Psalm. Und ich nehme an, auch der eine oder die andere von Ihnen hat damals so ein bisschen geschwitzt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, der Pfarrer schwitzt in dem Moment auch immer. Weil es ist ja so eine Situation, die man nicht jeden Tag hat und auch nicht haben möchte. Aber es ist gut, wenn man Worte mit auf den Weg bekommen hat, wenn man sich darauf eingelassen hat, auch diese Worte zu lernen. Wenn ich jetzt so in Ihre Gesichter, in den ersten Reihen, wo unsere Jubelkonfirmanden sitzen, schaue, da weiß ich von dem einen oder der andere schon eigene Momente, wo wir auch nicht so schöne Momente hatten, wo Ihnen vielleicht auch die Worte fehlten und wo es gut war, auf Worte zurückgreifen zu können, die man nicht erst sich mit den Gedanken, die man gerade nicht fassen kann, formulieren kann, die man mitsprechen kann oder selber formulieren, also aussprechen kann, weil man sie auswendig kann. Und deshalb, liebe Konfis, ist es gut, wenn ich euch ein DIN A4-Blatt auf den Weg gegeben habe, wo auch Texte draufstehen, wenn ihr euch die anschaut und auch könnt, Psalm 23, Psalm 121, Vater unser und Glaubensbekenntnis. Solche Sachen sind Texte, die uns in schweren Momenten auch helfen können, zu wissen, woran wir glauben, was unseren Glauben ausmacht. Damals haben sie mit 13, 14 Jahren Ja gesagt zu Gott. Ja gesagt zu dem Ja, das schon ohnehin über ihrem Leben steht, das schon bei ihrer Taufe damals über ihrem noch kleinen Leben ausgerufen wurde. Und sie haben Ja gesagt. Ja, ich möchte diesen Weg des Glaubens auch weiterhin gehen. Und heute sind so um die 50 bis 80 Jahre vergangen. Was damals bei ihrer Konfirmation war, ist auch heute. Wir bekennen miteinander unseren christlichen Glauben. Wir sind hineingestellt in all die, die vor uns geglaubt haben, und auch hinein in die, die heute da sind. So lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Jubelkonfirmandinnen, liebe Jubelkonfirmanden, damals bei ihrer Konfirmation wurde Gottes Geist für sie erbeten, wurde ihnen als Segenswort und Gebet zugesprochen. Und ich bin mir sicher, dass sie das auch erleben können, dass Gott sie bis zum heutigen Tag begleitet. In Psalm 46, Vers 2 heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Dieses Wort, das Sie nachher dann auch auf der Urkunde bekommen werden, das soll Sie auch weiter begleiten. Im Vertrauen auf diese göttliche Zusage lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns bis hierher geleitet. Du warst uns Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Herr, wir danken dir für alle Liebe und Güte, die wir erfahren haben, für die Gnade, in der du uns wieder und wieder vergibst. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, der uns in der Gemeinde und auch mit dir verbunden hat. Herr, bleibe bei uns heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Sie als Gemeinde dürfen sich nun gerne wieder setzen. Wir werden nacheinander von jung nach alt die Jubelkonfirmanden aufrufen, die dann in kleinen Gruppen sich hier vorne aufstellen, wo ich ihnen dann den Segen zuspreche. Die goldene Konfirmation, 50 Jahre, feiern heute Gisela Stadler, geborene Elsasser, Dieter Kimmel und Jürgen Streib. Die diamantene Konfirmation, 60 Jahre, Bernd Engelhardt, Eberhard Kraft und Waldemar Sing. Wenn Sie gerade so ein bisschen den Halbkreis schließen, dann wird es für mich leichter. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der schenke euch seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Bösen, Kraft und Hilfe zu allem Guten, um unseres Erlösers Jesu Christi willen. Dann darf ich nach vorne bitten, Brigitte Weber, sie feiert heute die eiserne Konfirmation, 65 Jahre. Die Gnadenkonfirmation, 70 Jahre, Rosel Beck, geborene Hoffmann, Ute Körber und Gertrud Riegler. Kronjuwelen, 75 Jahre. Ja, okay. Entschuldigung. Alles gut. Eine kleinere Gruppe. Okay, dann hat die Inventur nicht ganz gestimmt. Alles gut. Wir wollen niemand vergessen, ich habe jetzt nur gedacht, irgendwas kann nicht stimmen.
Umso mehr ist es natürlich so, dass wir wissen, dass Gottes Segen für uns gilt. Jetzt warten wir gerade, bis alle da sind. Alles gut. Auch Ihnen das Segenswort, das vielleicht schon damals bei ihrer grünen Konfirmation gesprochen wurde. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, er schenke euch seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Kraft und Hilfe zu allem Guten, um unseres Erlösers, Jesu Christi willen. Dann haben wir schon hier vorne Hohenjuwelen, 75 Jahre Renate Kimmel. Und hinzu kommt noch die Eichenkonfirmation, unglaubliche 80 Jahre Traute Gleis, geborene Backfisch. Ich glaube, ich komme hier ein bisschen näher. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, er schenke euch seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Kraft und Hilfe zu allem Guten, um unseres Erlösers Jesu Christi willen. Konfirmiert. Wow, das gibt es nicht jeden Konfirmations- oder Jubelkonfirmationsgottesdienst. Es ist schön, dass wir sie alle unter uns haben, aber ganz besonders, dass auch die 75- und 80-Jährigen Konfirmierten heute da sind. Also das sind schon Zeiten, die ich noch gar nicht überblicken kann, mit meinen 49 Lebensjahren. Also so ein bisschen eine Ahnung bei den Goldenen habe ich, aber so, es ist spannend. Und wir, liebe Gemeinde, lassen uns nun auch beschenken durch ein Lied unseres Kirchenchors. Thank you.
haben einander im Sinn, haben wir gerade vom Kirchenchor gehört. Wir wollen jetzt auch gleich im Anschluss das Abendmahl miteinander feiern. Die erste Runde sind unsere Jubelkonfirmanden mit den Ältesten, danach alle anderen. Wir haben ja heute wieder das Fernsehen unter uns. Das heißt, der Gottesdienst wird auch im Anschluss im YouTube zu sehen sein. Ich werde jedoch den Teil, wo wir hier vorne sind beim Abendmahl, rausschneiden, sodass sich da keiner Bedenken haben muss, wenn er da im Fernsehen ist, dass er nicht zum Abendmahl kommt. Höchstens, es wird was anderes hinterher gesagt, aber so ist meine jetzige Ansage. Wir sollen ja Freude dran haben, auch an der Mahl des Herrn, einander im Sinn haben, einander zu sehen, zu wissen, dass Gott in unserer Mitte ist und in Brot und Wein bzw. Saft ihn zu erfahren. Wir versammeln uns denn hier vorne im Kreis um den Altar, jeweils so mit 15 plus minus Personen. Wenn Sie lieber Saft statt Wein haben möchten, dann geben Sie bitte Herrn Ernst oder mir das entsprechende Zeichen. Sagen Saft oder machen die Geste, dann bekommen Sie das andere. Es gibt gute Gründe, Saft zu nehmen. Von daher lassen Sie sich von dem, was zuerst kommt, nicht abschrecken. Es ist schön, dass wir miteinander das Abendmahl feiern. Damals bei Ihrer grünen Konfirmation Premiere. Und ich hoffe, dass es heute nicht erst das zweite Mal ist. Und das ist schön, das miteinander feiern zu können. Und so lade ich Sie ein, sofern es Ihnen gesundheitlich möglich ist, sich an Ihren Plätzen zu erheben, um sich miteinander auf das Abendmahl vorzubereiten. In Wahrheit ist es würdig und recht, dich, unseren Vater, zu loben. Du hast uns geschaffen zum Leben mit dir. Du willst nicht, dass wir allein bleiben. Du hast uns Menschen gegeben, die uns zugetan sind. Reich beschenkt hast du uns mit der Fülle deiner Schöpfung. Du hast uns mit deiner Güte umgeben und hast uns nicht im Irrtum gelassen, als wir eigene Wege gingen. Deinen Sohn hast du gesandt zu unserer Rettung. Durch ihn hast du uns berufen zu deinem Reich, in dem kein Leid mehr ist und auch kein Tod, wo du unter uns wohnst und das Fest mit uns feierst, jenes Fest ohne Ende. Herr, wir rühmen dich, denn du hast Großes an uns getan. Mit allen, die dich lieben, zu allen Zeiten und in allen Sprachen singen wir den Lobgesang, der schon immer im Himmel erklingt. Zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und so lasst uns miteinander beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn und seine Auferstehung, bis dass er kommt. Schwestern und Brüder, vergebt euch untereinander, weil Christus euch vergeben hat. So wollen wir uns auch ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft zusprechen. Sie entscheiden selbst, ob mit Handschlag oder mit freundlichen Worten und Lächeln. Der Friede des Herrn, es sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, lasst uns nun unseren Dank und auch unsere Fürbitten vor Gott aussprechen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist unsere Zuversicht und Stärke. Wir danken dir für die Gemeinschaft untereinander. Wir bitten dich für die Männer und Frauen, die heute das Gedächtnis ihrer Konfirmation feiern, dass sie dankbar und zuversichtlich ihren Weg weitergehen unter deinem Segen. Wir danken dir, dass du uns beistehst in allen Nöten dieser Welt. Wir bitten dich für alle, die sie in ihrem Leben begleiten, für ihre Angehörigen und Freunde, dass sie in Liebe mit ihnen verbunden bleiben und ihnen beistehen, wenn sie Hilfe brauchen. Wir bitten dich für unsere Kinder und Enkel, dass auch sie deine Güte erfahren und das Vertrauen zu dir in ihnen wachsen möchte. Wir sind dankbar für diesen Sonntag, für diesen Tag in der Woche, in dem wir uns auf dich, deine Botschaft einlassen können. Erfülle unser Leben. Herr unser Gott, wir denken aber auch an diejenigen aus den Konfi-Jahrgängen, die gestorben sind oder aus Krankheitsgründen nicht unter uns sein können. Begleite die Trauernden und die Kranken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir nehmen Platz und singen miteinander: Komm, Herr, segne uns. Thank you.
Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Bleiben Sie behütet, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir werden nach dem Segen hier vorne noch das eine oder andere Bild machen. Danach bekommen unsere Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden natürlich dann auch das Bild unserer Asbacher Kirche mit dem heutigen Bibelwort überreicht. Und dann geht's in die nächste Runde. Und nun möchte ich Ihnen den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.